Ja, hallo meine lieben YouTuber, willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. So, hier in meinen Chaoskeller, wo ich hier nur meine Wäsche aufhänge, wo ich auch noch ein bisschen was machen muss, aufräumen und vielleicht mal so ein paar Sachen an die Wand hängen hier und sowas, ne? Nicht, dass es heißt, ich würde euch hier irgendwas erzählen oder nur so Videos drehen, die dann gar nicht stimmen. Also hier verbirgt sich mein Standmann, Sachsenklang. Und ja, der geht mir bis hier. Und ja, ich zeige euch das gute Stück einfach mal. Ich habe schon ein bisschen sauber gemacht. Auch wenn ich mich noch nicht so ganz gut fühle, wollte ich euch das Ding nicht vorenthalten. So. Hier ist mein Schätzchen. Ich habe auch schon ein bisschen was dran gemacht. Ich habe sauber gemacht, ich habe schon ein bisschen zerlegt, ein bisschen schon mal geguckt, der Plattenspieler, der funktioniert. Kommt es eine Nadel rein, die ganzen Kontakte mache ich dann nochmal sauber. Die Röhren werden alle warm. Kondensatoren, Kur hat das schon mal von wem auch immer bekommen. Ja, ich drehe mal kurz die Kamera, dann zeige ich euch das mal. So. Das würde ich dann nochmal richtig schön mit einer Paste sauber machen. Ja, bis zu 40 Single-Schallplatten passen hier rein. Der Plattenspieler ist auch nur für Single-Schallplatten. Es ist eine Halbautomatik. Musikbox. Jukebox. Tonmöbel aus der DDR. Ja, und hier haben wir dann so von 1 bis 40, ja, bis 40, haben wir dann so die Lieder, und wie ihr sehen könnt, die ist zweifarbig. Ja. Ja, erstaunlicherweise ist die Musik unter fremden Sternen, Freddy, du musst alles vergessen, so ein Tag so wunderschön wie heute. Vergangen, vergessen, worüber? Ja, schwarze Madonna, Bata Illig, blaue Stunden für uns beide. Ah, ja, Paloma. Ja, also. Notfalls könnt ihr die Lieder auch mal suchen bei YouTube. Könnt ihr euch kostenlos reinziehen. Ich werde das auch mal machen, mal anhören. Ja, der Graf von Luxemburg, Operette. Zwei Mädchenaugen. Schaut einer schöne, nee, schau einer schönen Frau. Ja. Also hier ist so alles drauf. Natürlich haben wir auch hier. Ja, haben wir das hier so? Wo ist denn das? Du sollst nicht weinen, Heintje. Ich baue dir ein Schloss. Mama. Heintje und zwei kleine Sterne. Ja. Und wir bleiben bei Rockabilly und hören dort amerikanische Songs oder. Was ja eine DDR-Musikbox, Jukebox ist, ja, machen wir dann gegebenenfalls hier so Karat oder sowas rein. Aber da muss ich erstmal gucken, wieder so in Second-Hand-Läden nach Single-Schallplatten. Das muss ich auch mal innen drin. Da wird jetzt der Plattenspieler noch ausgebaut, wird alles sauber gemacht. Ja, hier steht Sachsenklang. Ja, die Birne leuchtet dann, wenn das Gerät an ist. Und ja, es hat ein paar Gebrauchsspuren, wie ihr sehen könnt. Mal gucken, ob ich das dann doch nochmal schleifen werde. Hier auch diese Dinger hier so an der Seite. Die sind gesteckt. Die werden doch mal ein bisschen geleimt. Ja,
Hier ist das Netzkabel. Hier bei der Rückwand fehlt zwar der Schlüssel, aber es ist, ja, wie man sehen kann, wie so ein Briefkastenschloss. Und ja, da unten verbirgt sich die Kasse. Und wie gesagt, hier habe ich schon mal alles angeschlossen. Das ist hier der Stecker für einen Plattenspieler. Ich habe auch gestern schon mit jemandem telefoniert, der auch so ein Gerät hat. Hier sind die Regler für laut und leise, sage ich mal, für Höhen und für Tiefen. Die sind aber schon vorab eingestellt. Man kann die, ich habe extra hier so zwei Schlitze mit einem Schlitzschraubenzieher, Phasenprüfer, ganz vorsichtig kann man die Lautstärke einstellen. Ansonsten gibt es noch einen Fernregler dafür. Und ja, mit dem Fernregler kann man dann auch mit so einer langen Kabel, mit so einem langen Kabel kann man dann Lautstärke einstellen. Ja, hier unten verbirgt sich da, das ist der Plattenspieler. Da muss die Nadel getauscht werden. Ja, hier ist so ein bisschen Staub drin und sowas und hier so die ganzen Anschlüsse und sowas alles. Mal nur ein bisschen reinigen, aber alles im Einen. Ja, ausgestattet mit zwei Lautsprechern. Kann man wahrscheinlich jetzt so nicht sehen. So kann man es besser sehen. Ja. Also, ne? Und ich kann euch das auch zeigen, wie schön sie auch leuchtet. So, Moment, ich muss mal ganz kurz hier. Wie bei der Musiktour verbirgen sich dort auch so wie beim Schrank zwei Birnen. Ja, ich habe jetzt leider hier keine kaputte vergleichbare liegen. Und dann gibt es noch diese lange, die lange Bild, ich würde jetzt gerade sagen Bildröhre, aber so eine lange Röhre. Und ja. So, jetzt könnt ihr mal sehen. So, Strom ist jetzt drauf und dann leuchtet das alles hier. Auch hier, wo man dann die Platten reinstecken kann. Übrigens da, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, da sitzt diese lange Leuchtröhre. Die wird rausgedreht. Ja. Hier kann man so ein bisschen den Plattenspieler sehen. Da kommt noch eine neue Nadel rein. Und hier so die Füße, die eigentlich so chromfarben sind, die haben hier so ein bisschen Flugrost angesetzt. Die machen wir wieder sauber. Die ganzen Schrauben, die ziehe ich mal alle an und so. Ja, hier, dass das Gerät am Stromraum gesteckt ist. Hier kann man wieder, das ist die Geldrückgabetaste, dass sie wieder hier rausfällt. Ja. Ja. Also es ist so ein bisschen Arbeit, ne? Aber es ist nicht schlimm. Ihr könnt es schon erkennen, ich habe jetzt mal hier einen hingelegt. Hier haben wir 10 Pfennig. Wenn wir das Ganze mal umdrehen, sehen wir den Hammer und den Zirkel aus der DDR. Ja, und der kommt dann hier rein. Also da kommen, Moment. So, jetzt haben wir hier zwei Stück davon. Ja, und dann schmeißt man hier Geld rein. Zweimal. Nimmt sich dann hier eine Single-Schallplatte raus. Steckt die dann hier rein. Dann ist dieser, wenn man die dann hier rausgenommen hat und sich die dann hier reinsteckt, geht quasi der Knopf hier dann, kommt dann raus. Und wenn die Platte dann ein Lied dann durch ist, ja, dann hört er auf und dann kommt die halt wieder raus. So ungefähr das System, ne? Ja. Aber auch das ist mit einem Stromkabel verbunden und muss einfach mal alles gängig gemacht werden.
Ja, dann ziehen wir das Ding mal wieder aus der Steckdose. Ja, jetzt will ich das ganze Ding noch mal kurz wieder abdecken mit meiner Umzugsdecke. Ja, und das Ding wirklich so groß wie es hier ist. Also man kann richtig hier so vorstehen und dann so bupp. Also ich bin ja eigentlich wirklich ein sehr, sehr ordentlicher Mensch, aber mein Keller ist für mich so uninteressant. Ich hänge hier nur meine Wäsche auf und lagere so ein bisschen ein paar Sachen hier zwischen, die ich dann brauche oder mal aussortiere oder sowas. Naja. Alles im einen, ja, decke ich das Ding jetzt wieder zu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Jetzt wisst ihr ja, die Musikbox, Jukebox aus der DDR gibt es wirklich. Und wie gesagt, das ist eine Seltenheit, ne? Das war schon immer mal so mein Traum, sowas zu besitzen. Jetzt habe ich es endlich. Ich dachte mal einfach, obwohl es mir nicht so gut geht, dass ich euch die nochmal so zeige, dass ich sie wirklich habe. Macht's gut, euer Peter Rockabilly. Und das versprochene Video, wo das Paket noch verschlossen ist. Das kommt auch noch. Ich weiß halt nur noch nicht wann. Tschüss.